Herzlich willkommen zum Aufbau der Fährtenarbeit, Part 3, heute die Gegenstandsarbeit. Zuerst schnappen wir uns einen Fährtengegenstand. Der muss nicht unbedingt aus Holz sein, der kann auch aus anderen Materialien sein. Schön wäre es, wenn er schon euren Geruch trägt. Als erstes können wir, müssen wir aber nicht, ein bisschen Trieb auf den Gegenstand machen. Der Gegenstand ist hier in meiner Hand. Dann bewaffnet ihr euch mit dem Gegenstand, in der anderen Hand das Futter, legt den Hund erstmal ab und dann packt den Gegenstand zwischen die Beine eures Hundes. Und wenn er sich irgendwie damit beschäftigt, weil er es anguckt oder weil er draufstupst mit der Nase oder dran riecht, dann belohnen wir ihn dafür. Später dann müsst ihr darauf achten, dass der Hund nicht mit der Pfote oder mit der Nase draufstupst. Am Anfang ist es erstmal noch egal. Der Hund kann den Gegenstand im Liegen, Sitzen oder Stehen verweisen. Er kann ihn auch bringen. Das gängigste ist das Liegen. Ich finde es auch tatsächlich am einfachsten. Als nächstes bringen wir etwas Bewegung in die ganze Sache, indem ich den Gegenstand etwas weiter wegwerfe, der Hund hingeht, freudig verweist und ich ihn dafür belohne. Achtet hier mal bitte auch auf meine Belohnungsweise. Das Futter kommt immer von oben und fällt meistens auf den Gegenstand drauf. Das Ganze üben wir erstmal extern, zum Beispiel im Garten. Dann nehmen wir den Gegenstand mit auf das Fährtengelände. Und erst wenn der Hund so circa 10 Schritte ohne Futter suchen kann, kommt der Gegenstand mit auf die Fährte.